So, einen schönen guten Abend allerseits. Ich begrüße euch recht herzlich hier zum heutigen Webinar Enforcer Signals, heute mit dem Signal Expansion Breakout. Ganz interessantes Ding, auch wieder von Jeff Cooper, ebenfalls aus seinem Bestseller Hit and Run Strategien. Würde ich jedem, der sich für diese Strategien interessiert, auf jeden Fall empfehlen, das mal zu lesen. Da sind zwar Trade-Beispiele drin, die schon viele, viele Jahre zurückliegen, aber an den grundsätzlichen Dingen ändert sich nicht viel. Wobei sich meiner Meinung nach beim Expansion Breakout ein bisschen was verändert hat. Das werden wir uns aber gleich mal im Laufe des Webinars anschauen. Ich mache mir hier wie immer gerade mal das Fragenfeld auf. So, ich gehe davon aus, dass alles funktioniert, dass Bild- und Tonübertragung laufen. Das war die letzten Male auch immer so. Ich wüsste nicht, warum es heute anders sein sollte. Von daher starten wir direkt und legen hier los. Bin ja überrascht, dass überhaupt Teilnehmer dabei sind bei dem Wetter. Ich hätte gedacht, dass heute alle irgendwo am Baggersee sind oder am Pool sitzen. Aber es sind doch einige dabei, freue ich mich natürlich. Der Rest wird sich das sicherlich dann auch per Aufzeichnung anschauen. Also legen wir los. Wie immer, kleiner Risikohinweis. Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Ja, das kann zu hohen Kapitalverlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals oder in bestimmten Instrumenten sogar darüber hinauskommen. Ja, traden Sie daher bitte nur mit Kapital, das Sie sich leisten können zu verlieren. Ganz wichtig. Alles, was wir gleich machen hier, dient ausschließlich den Lehr- und Lernzwecken. Es ist keine Anlageempfehlung. Es bitte nicht als Kauf- oder Verkaufempfehlung für irgendwelche Produkte oder als Anlageberatung zu verstehen, sondern dient eben rein den Schulungszwecken. Wenn ihr Trades umsetzt, auch Trades aus diesen Signalen, die sich ergeben, wenn ihr das Add-on nutzt, dann seid euch bitte bewusst, dass ihr diese Dinge stets auf eigenes Risiko handelt. Ja, und am Rande noch, dadurch, dass ich selbst auch aktiv trade, ist es durchaus möglich, dass wir uns hier heute auch Produkte anschauen, in denen ich investiert bin oder plane zu investieren. Okay, Expansion Breakout. Schauen wir uns kurz an, was das ist. Und was wir hier eigentlich für ein Signal sehen wollen. Wie der Name Breakout ja schon sagt, suchen wir nach Aktien, überwiegend nach Aktien, die einen Ausbruch gemacht haben, entweder zur Oberseite oder zur Unterseite. Dementsprechend bauen wir daraufhin entweder Long Trades oder Short Trades auf. Wie genau, das gucken wir uns ja jetzt im Laufe der nächsten Minuten an. Aber das, was wir machen, ist, wir versuchen über diesen Expansion Breakout, wir haben uns ja beim letzten Mal die Expansion Pivots angeschaut, das ist ganz ähnlich, auch da wollen wir einen Breakout sehen, nur nach anderen Kriterien. Aber genau wie beim Expansion Pivot versuchen wir Hochs zu finden oder neue Hochs zu finden, die es wert sind, gekauft zu werden oder auch neue Tiefs zu finden, die es wert sind, verkauft zu werden. Die besten Breakouts werden häufig von einer großen Handelsrange begleitet. Und das werden wir auch hier, genau wie in der letzten Woche beim Expansion Pivot, werden wir das auch hier berücksichtigen und uns genau anschauen, was wir da am Markt sehen wollen. Now, als Grundbedingung für einen Trade, den wir aufbauen wollen, haben wir, dass direkt Anschlusskäufe erfolgen müssen. Ja, und aus dieser Aussage, es müssen direkt Anschlusskäufe erfolgen, ist auch schon abzulesen, wie lange diese Handelssignale gelten. Ja, nämlich immer nur für den nächsten Tag. Angewendet werden kann dieses Signal genau wie die drei anderen, die wir uns vorher schon angeschaut haben, auch entweder bei Einzelaktien, bei Branchen-ETFs, bei Sektor-ETFs oder bei Indizes. Ja. Es kam ja jetzt schon vermehrt die Frage nach Forex-Märkten. Hatte ich beim letzten Mal schon beantwortet, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Müsstet ihr euch einfach mal anschauen und das ein bisschen austesten.
Man kann das im Agena Trader sehr schön darstellen, auch die Signale der Vergangenheit. Und dann kann man sich das für den Markt, der einen besonders interessiert, mal ganz genau anschauen und guckt einfach mal die letzten Jahre, wie da die Performance der einzelnen Strategien gewesen wäre. Und dann kann man ganz gut beurteilen, ob das Sinn macht, solche Strategien da zu handeln oder eher nicht. Gültigkeit des Einstiegssetups hatte ich gerade schon gesagt, nur am Handelstag nach dem Signal. Der Paul fragt auch Intraday oder nur End of Day. Wie meinst du das? Also die Signale, die entstehen, die sind rein am Tageschart gesucht. Ja, die entstehen nur am Tageschart über den Schlusskurs der Kerze. Also alles im Prinzip End of Day. Gehandelt wird aber teilweise Intraday. Das heißt, die Signale entstehen am Tageschart, sollten aber durchaus am kurzfristigen Chart auch umgesetzt werden. Ja, wenn ich bestimmte Signale hier auch für Swing Trading verwende, dann sage ich das immer dazu und dann sind das auch immer Anhänge, die hinten noch kommen an der Präsentation, dass die einzelnen Signale auch für Swing Trades verwendet werden können. So wie es zum Beispiel beim 1-2-3-4 ist oder beim 180. Die können also durchaus auch für Swing Trades verwendet werden. Und das 180 hatten wir ja sogar gesagt, um Positionen auch mal zu pyramidisieren. Ja. Bei den Expansion Breakouts ist es ganz klar so, dass der Handel am nächsten Tag stattfindet und in der kurzfristigen Zeitebene betreut wird. Ja, das kann sogar der 15-Minuten-Chart sein von Einzelaktien, immer vorausgesetzt, die Aktien sind liquide genug, dass sie auch einen vernünftigen Kursverlauf haben. Aber das werde ich nachher auch einfach mal zeigen, ja, weil das insbesondere hier beim Expansion Breakout wichtig ist, dass man weiß, wie man damit umgeht. Ja, bei einigen der anderen Signale ist es so, dass wir da End of Day raus sind, wenn wir nicht ausgestoppt werden, um das Maximum mitzunehmen. Beim Expansion Breakout sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ja, und da zeige ich euch auch gleich, warum das so ist. Und auch ganz wichtig, es wird nur der erste Expansion Breakout gehandelt. Ja, es gibt Situationen, wo auch mal zwei oder drei sogar Expansion Breakouts hintereinander entstehen. Aus meiner Erfahrung macht es aber nur Sinn, den ersten zu handeln, weil dann spätestens nach dem zweiten häufig das Momentum beendet ist. Und dann vielleicht nochmal so ein kurzer Break nach oben kommt, der dann aber intraday sofort wieder abverkauft wird. Und dementsprechend macht das am meisten Sinn, nur den ersten auftauchenden Expansion Breakout in einer Serie zu traden. So, die Entstehung des Signals, das haben wir uns bei den letzten Signalen ja auch schon sehr, sehr ausführlich angeschaut. Das gucken wir uns jetzt hier auch nochmal ganz ausführlich an, damit ihr einfach seht, was diesem Signal zugrunde liegt. Nachher braucht ihr das natürlich nicht mehr. Wenn ihr das Add-on habt, dann müsst ihr gar nicht mehr so genau wissen, wie diese Signale entstehen, aber ihr solltet wissen, wie ihr sie verwendet. Und dafür ist natürlich auch ein Stück weit die Entstehung wichtig. Alternativ kann man natürlich, wenn man genau weiß, wie so ein Signal entsteht, das auch aktiv am Chart suchen. Allerdings werdet ihr da eure Schwierigkeiten haben. Ja, das sind mehrere Signale, die da integriert sind oder hinterlegt sind. Und da werdet ihr sehen, das ist sehr mühselig und sehr aufwendig, diese Signale per Hand zu versuchen, aus den langen Listen der Aktien, die wir haben, irgendwo rauszusuchen. Wir werden uns nachher ein paar Dinge noch anschauen. Im Moment gibt es kaum Expansion Breakouts am Markt. Ja, logischerweise, weil die Märkte sehr, sehr zurückhaltend sind im Moment. Wir haben Ende der Woche den G20-Gipfel. Ja, bis dahin wird sich da wahrscheinlich auch nicht viel tun. Ja, da werden die Marktteilnehmer erstmal abwarten, wie sich das Treffen zwischen Trump und Xi entwickelt, bevor da wieder größere Geldsummen im Markt investiert oder abgezogen werden. Also die Entstehung des Signals. Wir haben ja schon gesagt, wir wollen sehen, dass so ein Breakout dynamisch läuft. Ja, und dafür ist es wieder genau wie beim Expansion Pivot dieselbe Geschichte. Wir schauen uns also an die letzten 9 Handelstage. Dann haben wir das jetzt hier für das Long-Signal ein bisschen anders. Das ist nicht mehr so,
wie wir es beim Expansion hatten, dass wir uns einfach den 50er gleitenden Durchschnitt angeschaut haben und geguckt haben, wann geht denn der Kurs unter viel Momentum mit viel Druck durch den 50er gleitenden Durchschnitt. Hier haben wir was anderes, und zwar haben wir hier einen 40er Donkian Channel auf dem Tageschart hinterlegt. Der Grund für diesen 40er Donkian Channel ist recht schnell erklärt. Es ist eine Grundbedingung dieses Einstiegssignals, dass wir ein neues Zwei-Kalendermonats-Hoch gemacht haben. Und wir haben ungefähr 20, 21 Handelstage im Monat. Ja, über 2 Monate kommen wir da mit dem 40er Donkian ganz gut hin. Deswegen habe ich einen 40er hinterlegt. Und das, was wir dann sehen wollen, ist ein Ausbruch unter viel Momentum, der also zum einen diesen aktuellen 40er Donkian nach oben durchbricht, ja, oder im Prinzip nach oben schiebt. Der wird ja nicht wirklich durchbrochen. Ja, aber wenn der 40er parallel weiterlaufen würde, dann würde der an dieser Stelle, wo das neue Hoch gemacht wird, durchbrochen werden. Und das ist dann eben immer ein neues 40-Tage-Hoch oder quasi auch ein neues 2-Monats-Hoch. Und die zweite Bedingung ist, dass die Handelsrange des Ausbruchstages größer ist als die Handelsrange der letzten 9 Handelstage. So, das, was im Add-on jetzt noch hinterlegt ist, ist einmal schnell zeichnen, ist, dass der Schlusskurs oberhalb dieses alten 40er Donkian sein muss. Das heißt, dieser Ausbruch muss tatsächlich per Schlusskurs bestätigt werden. Wird der nicht per Schlusskurs bestätigt, dann entsteht auch kein Signal. Ja, wenn also der Closing-Kurs dieser Kerze hier unten liegen würde, dann würde kein Signal auftauchen. Ja, dann wäre das hier kein Expansion Breakout Long, sondern das würde überhaupt nicht beachtet werden. Also, ich habe tatsächlich als Bedingung hinterlegt, dass der Schlusskurs auf dem 2-Monats-Hoch sein muss. Ja. Und dann bekommen wir eben hoffentlich einen Anschlusstag, an dem Anschlusskäufe folgen, und diesen Anschlusstag, den möchten wir dann eben long traden. Der Einstieg hier erfolgt ganz klar, haben wir gerade gesagt, nur am Handelstag nach dem Signal. Und genau wie ich das bei den anderen Signalen auch schon gemacht habe, 0,1% über dem Hoch der Signalkerze. Diese 0,1%, die sind, wie gesagt, so ein bisschen Pi mal Daumen. Ja, das ist sehr, sehr schwer, da den richtigen Wert rauszufinden. Jeff Cooper hat das in seinem Buch alles mit ein Achtel beschrieben, also immer ein Achtel über dem letzten Hoch, ein Achtel unterm letzten Tief für Short Trades. Das liegt daran, dass dieses Buch in der Erstauflage zu einer Zeit geschrieben worden ist, wo die Aktien in Amerika noch in Achtelschritten gehandelt worden sind. So ein Achtel würde im Prinzip heute 12,5 Cent entsprechen. Allerdings ist es meiner Meinung nach nicht sinnvoll, diesen Einstieg jetzt immer 12 Cent zum Beispiel über dem letzten Hoch zu wählen, weil das natürlich prozentual ein Riesenunterschied ist, ob ich eine Aktie trade, die 6 Dollar kostet, oder ob ich eine Aktie trade, die 118 Dollar kostet. Ja, dann habe ich prozentual einen riesigen Unterschied, wenn ich immer diese 12 Cent nehme. Und deswegen versuche ich mich da mit 0,1%. Das heißt, wir haben definitiv einen nachhaltigen Ausbruch, und der ist prozentual auch immer irgendwo gleich. Das heißt, dass wir bei einem Wert, der sehr günstig ist, ja, bei einer Aktie, die eben nur 4 oder 5 Dollar kostet, dass wir da wirklich schon ein, zwei Ticks über dem Hoch kaufen. Wenn wir eine Aktie haben, die entsprechend teurer ist, ja, also eine Aktie vielleicht, die 200 Dollar kostet, da müssten wir dann schon einen 20 Cent Schritt über das letzte Hoch machen, um ausgeführt zu werden. Ja, die Idee dahinter ist immer, in diesen kurzen Fehlbreakouts, die es vielleicht nochmal gibt, wo die letzten Hochs weggeholt werden, dass man da nicht ungünstig eingestoppt wird, nur damit der Markt dann sofort wieder gegen einen läuft und man direkt im Verlust sitzt.
So, der Peter fragt, ob es für die verschiedenen Signale auch eine Auswertung der Trefferquote gibt. Nein, gibt es nicht. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Auf wie viele Aktien soll man das laufen lassen? Ja, wir haben Imagina Trader alleine über den End-of-Day-Screener über 7000 Aktien, die da hinterlegt sind. Ja, und da haben wir keine Möglichkeit, da irgendwie verlässliche Zahlen draufzusetzen. Und das ist am Ende auch gar nicht das, was entscheidend ist, sondern das, was viel mehr entscheidend ist, ist, dass wenn Trades ausgeführt werden, dass wir im Durchschnitt größere Gewinne machen, als wir durchschnittliche Verluste erzielen. Und dann ist nachher die Trefferquote gar nicht mehr so entscheidend, weil ein Erwartungswert oder eine Profitabilität einer Strategie setzt sich immer zusammen aus der Trefferquote und dem durchschnittlichen Gewinn und dem durchschnittlichen Verlust. Und deswegen sagt eine Trefferquote alleine gar nichts aus. Also es könnte sein, dass eine Strategie eine Trefferquote von 70 oder 75% hat, und trotzdem Geld verliert. Ja, auf der anderen Seite gibt es Strategien mit einer Trefferquote von 40%, die Geld verdienen. Ja, und deswegen machen diese Aussagen einfach nicht so wirklich viel Sinn. Ich weiß, dass das häufig gute Verkaufsargumente sind, aber es ist langfristig nicht entscheidend, wie hoch die Trefferquote von einem bestimmten Signal ist oder wie hoch die Trefferquote einer bestimmten Strategie ist. Und am Ende hängt es natürlich auch immer damit zusammen, wie ihr die Trades betreut. Ja, das macht ja einen riesen Unterschied, ob ich einen Trade einfach aufbaue, den Initial Stop liegen lasse und zum End of Day da raus sein will, oder ob ich so einen Trade aktiv manage und schaue auf dem 5-Minuten- oder auf dem 15-Minuten-Chart, hey, wann kommt der Breakout, wann wäre ich da ausgeführt, und wie kann ich die Position betreuen? Das werde ich ja gleich mal noch ein bisschen zeigen auf dem Chart, wie man sowas gestalten kann. Ja, aber für den Einstieg erstmal prinzipiell, wir brauchen einen klaren, deutlichen Ausbruch, um überhaupt in eine Position rein zu wollen. Ja, den Stop-Loss, den beschränken wir jetzt auf 2% unter dem Einstieg. Auch da habe ich ein bisschen was abgewandelt. Ja, das hängt damit zusammen, dass wir ja in Tage rein wollen, an denen sofort Anschlusskäufe erfolgen. Das heißt, wenn wir sehen, dass wir einen Ausbruch auf 2-Monats-Hoch haben mit einer sehr starken Kursbewegung, dann kann man davon ausgehen, dass da sehr viel Kapital investiert worden ist in diesen Wert, dass da sehr viel Geld reingeflossen ist. Und dann möchten wir natürlich auch direkt Anschlusskäufe sehen, dass wirklich große Institutionelle anfangen, diesen Wert zu kaufen, die eben nicht ihre gesamte Position auf einmal aufbauen können, sondern das stückeln müssen, und eben Schritt für Schritt und Stück für Stück diese Positionen aufbauen und das dann auch bitteschön gleich am nächsten Tag machen, zu dem wir dann eingestiegen sind. Das heißt, wenn wir eine Position erwischen, die gut läuft, dann haben wir da durchaus die Möglichkeit, auf die Aktie vielleicht mal 5, 4, 5, 6, 7% zu verdienen. Wir wollen aber unsere Risiken ganz klar begrenzen, denn das, was immer ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir keine großen Verluste anhäufen. Ja, dass wir immer nur überschaubare Verluste hinnehmen. Und das erreichen wir eben damit, dass wir so eine Position relativ eng absichern, und ihr werdet das sehen, wenn wir uns ein paar Beispiele anschauen. Das ist relativ eng, 2%. Die meisten Expansion Breakout-Tage liegen deutlich über 2% Kursbewegung. Aber wir wollen eben auch keine großen Retracements sehen. Wir wollen wirklich Kaufdruck haben, der dann auch sofort sich weiter fortsetzt. Ausstieg aus dem Trade entweder zum Ende des Handelstages, wenn der Trailing Stop nicht erreicht wurde, oder was man machen kann mit diesen Expansion Breakouts, wenn man reinkommt, dass man Haltedauern zwischen 1 und 5 Tagen versucht zu realisieren. Da möchte ich aber gleich, wenn wir auf dem Chart sind, noch ein paar Anmerkungen zu loswerden. Ja, klassischerweise ist dieses Expansion Breakout-Signal wirklich nur für den Intraday-Handel am Tag nach der Signalentstehung gedacht. Ja. So, die Expansion Breakout Long. Ich habe es jetzt hier einfach mal am Chart. Das ist hier die Walmart-Aktie. Die habe ich auch selber gehandelt im Zertifikate Global in dem Börsendienst. Da haben wir im Moment ein Walmart Hebelzertifikat.
ja, was hier läuft. Und der Grund war hier ein Expansion Breakout. Haben wir gut erwischt, das Ding. Aber das, was wir eben sehen wollen, ist, wir schauen uns die letzten 9 Handelstage an. Wollen dann sehen, dass wir hier die größte Range der letzten 9 Tage haben, an einem Tag, der diesen Donkian Channel hier nach oben schiebt, ja, der also ein neues 2-Monats-Hoch generiert hat. Und das ist dann unser Einstiegssetup. Ja, und jetzt geht das hier normalerweise darum, tatsächlich nur diesen nächsten Handelstag hier zu traden und das in der kleinen Zeitebene. Ja, das ziehen wir gleich weiter mal, wenn ich in den Agena Trader reingehe, dann schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Ich will euch nur noch mal ein paar Signale zeigen, dass ihr eine Idee kriegt, wie das Ganze aussieht. Das hier ist Zoetis. Auch hier gab es zwei Expansion Breakouts. Das ist auch in Ordnung, ja, wenn die so mehrere Tage auseinander liegen, ist das völlig okay, auch beide zu traden, weil ich ja vorhin gesagt habe, immer nur den ersten dann, wenn jetzt hier direkt am zweiten Tag eine große Bewegung folgt. Ich zeichne das mal gerade hier kurz ein. Wenn direkt am zweiten Tag hier eine große Bewegung folgt und wir kriegen auch hier wieder einen Expansion Breakout Tag, dann entsteht hier zwar ein neues Signal. Das würde ich dann aber nicht mehr traden. Ja, dann haben wir normalerweise das Maximum von dem, was geht, hier schon ausgereizt. Und am nächsten Tag sehen wir dann erstmal eine leichte Korrektur. Und da wollen wir nicht erstmal irgendwo oben noch eingestoppt werden. Cintas Corporation auch ein schöner Trade gewesen. Aber auch da wird normalerweise nur der nächste Tag getradet. Ah, hier haben wir es gerade mal mit zwei Signalen hintereinander. Das hier ist das erste. Ja, auf das erste sehen wir auch, da sind wir an diesem Level hier, ich mach's mal in blau, sind wir an diesem Level hier eingestiegen. Ja, konnten den Trade dann betreuen und relativ weit oben auch wieder aussteigen. Und am zweiten Handelstag war hier dann auch nichts mehr zu holen. Ja, also an diesem zweiten Expansion Breakout war dann hier nichts mehr zu holen. Und das ist oft so. Deswegen würde ich immer nur den ersten handeln. Jetzt habe ich hier noch ein Beispiel von Analog Devices. Warum habe ich das hier drin? Ganz klar, weil es auch Signale gibt, die nicht funktionieren bzw. die nicht ausgeführt werden. Und das hier ist gar nicht erst ausgeführt worden. Ja, wenn man diesen Handelstag hier vor sich hat, diesen Handelstag, dann liegen wir am nächsten Tag mit einer Stop-Order hier knapp über dem Hoch. Ja, die ist hier hat die Aktie aufgemacht, ist direkt abverkauft worden, ist überhaupt nicht erreicht worden. Und das passiert häufig. Ja, das passiert ganz, ganz häufig, gerade über die letzten Wochen, die letzten Monate, dass diese Expansion Breakouts nicht mehr nach oben weiter fortgeführt werden. Und das ist ein Zeichen dafür, dass so ein bisschen der Aufwärtsdruck aus dem Markt raus ist und dass die Märkte ein bisschen rangiger werden. Ja, und jetzt hatte ich ja gerade gesagt, wenn wir uns das auf dem Chart gleich anschauen, werden wir da nochmal ein paar Worte zu sagen. Aber das, was mir aufgefallen ist, ist, dass sich in der letzten Zeit nach einem Expansion Breakout, wenn der Expansion Breakout auf der Long-Seite gelaufen ist, häufig eine kleine Bull Flag anschließt. Und den anschließenden Ausbruch aus der Bull Flag, den kann man gut traden. Ja, und zwar wie so einen ganz normalen Bullflag-Ausbruch. Dazu werden wir uns auch gleich auf dem Chart noch ein bisschen was anschauen. So, für die Short-Seite sieht das Ganze ganz genauso aus. Nur haben wir jetzt den Donkian Channel auf der Unterseite, der für uns interessant ist. Der läuft ja immer einmal oben, einmal unten. Auch hier wieder über die letzten 40 Handelstage. Und auch hier wollen wir dann sehen, dass ein dynamischer Breakout zur Unterseite kommt, der also ein neues 40-Tages-Tief generiert. Und auch hier wieder, ja, wo der Markt auch tatsächlich unterhalb dieses alten 40-Tage-Tiefs schließt. Zweite Bedingung ist wieder, dass die Handelsrange größer ist als die Range der letzten 9 Handelstage. Anders ausgedrückt, wollen wir am Signaltag immer
die größte Handelsrange der letzten 10 Tage sehen. Okay, der Einstieg auch wieder nur am Handelstag nach dem Signal. 0,1% jetzt unter dem Tief der Signalkerze und Stop-Loss auch wieder 2% über dem Einstieg. Ausstieg wieder genau das Gleiche. Aber auch hier nochmal erwähnt, klassischerweise ist diese Strategie nur dazu gedacht, den ersten Handelstag nach dem Signal zu traden. Ja. Ihr müsst euch auch einfach bewusst sein, gerade bei Aktien, wenn ihr jetzt eure Positionsgröße auf ein Risiko von 2% in der Aktie berechnet und ihr habt vielleicht ein Risiko pro Trade von $200, dann berechnet ihr eure Positionsgröße so, dass ihr ein Risiko von $200 tragt. Wenn ihr diese Position jetzt über Nacht haltet und irgendwas passiert am Markt, die Aktienmärkte sind relativ lange geschlossen. Ja, da könnt ihr zwischen 22 Uhr und 15:30 in den USA oder zwischen 17:30 und 9 Uhr in Europa nichts machen. Und wenn jetzt irgendwas passiert und solche Werte eröffnen mit einem sehr, sehr großen Gap und es läuft gegen euch, dann habt ihr echt ein Problem. Ja, das ist bei einem Swing Trade, wo ihr vielleicht mit einem 10% Stop auf die Aktie tradet. Da ist das nicht so schlimm. Wenn ihr da ein 15% Gap mal gegen euch kriegt, dann habt ihr halt das anderthalbfache von eurem Risiko verloren. Ja, also von eurem ursprünglich eingeplanten Risiko. Das geht noch. Wenn ihr aber mit einem 2% Stop-Loss arbeitet und eure Positionsgröße auf 2% Stop berechnet, mit, wie gerade gesagt, $200 Risiko zum Beispiel pro Transaktion. Und die kriegt jetzt ein 15, 16% Gap, was gegen euch läuft. Dann habt ihr mal ganz schnell das 7- oder 8-fache von dem verloren, was ihr eigentlich für diesen Trade eingeplant habt. Und das ist dann schon echt ungünstig. Ja, von daher muss man sich bei Aktientrades, gerade wenn sie auf der kurzen Zeitebene aufgebaut sind, wirklich ganz genau überlegen, ob man diese Position über Nacht halten möchte oder nicht. So, ja, aber auch hier schauen wir uns wieder an, die Range der Signalkerze verglichen mit der Range der letzten 9 Handelstage. Und da ist es genau wie beim letzten Mal. Es geht also nicht darum, wie groß diese Range hier insgesamt ist, weil das ist die gesamte Rangehöhe, die interessiert eigentlich nicht, sondern es interessiert tatsächlich nur die Höhe jedes einzelnen Handelstages. Es wird also immer die Höhe jedes einzelnen Handelstages verglichen mit der Höhe der Signalkerze. Und diese Signalkerze muss jetzt also größer sein als die größte Kerze von diesen 9 vorigen Tagen. Dann haben wir ein valides Signal. Auch hier haben wir ein valides Signal. Ja. Auch hier bei Wynn Resorts, das war Ende Mai. Ja. So, und jetzt haben wir hier die Apple, ganz interessant. Ja, die hat hier 3 Signale geliefert, so in den letzten 2,5, 3 Monaten haben wir hier 3 Signale bekommen. Ein Long-Signal hier. Ja, da hat sich auch ein bisschen was verdienen lassen mit am nächsten Tag. Nicht allzu viel, aber ein bisschen was. Dann haben wir ein Long-Signal hier bekommen. Das ist überhaupt nicht ausgeführt worden und haben ein Short-Signal hier bekommen und das ist auch nicht ausgeführt worden. Ja, und da seht ihr, das sind diese Dinge, die ich in der letzten Zeit relativ häufig gesehen habe, dass diese Expansion Breakouts keine Anschlusskäufe oder eben auf der Short-Seite keine Anschlussverkäufe nach sich gezogen haben. Und da muss man jetzt schauen, wie die nachfolgende Bewegung läuft. Und wenn wir hier mal die Möglichkeit haben, ja, dann vielleicht aus so einer kleinen Bullflag dann hier einen Ausbruch nach oben zu sehen, kann man den traden. Oder wenn sich hier dann wie so eine Bearflag entwickelt und es gibt einen Ausbruch nach unten, dann kann man den auch traden. Hier gab es jetzt weder noch, ja, also die Apple-Aktie, die ist hier ziemlich hin und her gegangen von einem Extrem ins andere. So, damit gehen wir mal kurz in die Plattform rein. Ich habe hier auch schon wieder, genau wie das letzte Mal, so einen Arbeitsplatz vorbereitet, in dem nur Expansion Breakout-Signale drin sind. Und jetzt haben wir hier natürlich ein Riesenproblem, weil wir haben hier im Nasdaq zum Beispiel gar kein Signal heute.
Also von gestern im S&P haben wir hier ganze zwei Signale. Ah, da sind doch ein bisschen mehr. Sortieren wir mal gerade kurz. Ja, da haben wir also zwei auf der Long-Seite, vier auf der Short-Seite. Und bei den deutschen Werten, da wir jetzt nach 17:30 Uhr schon haben, ist ein Wert jetzt reingekommen. Da hatten wir vorher gar nichts. Ja. Und das hier, die Brenntag, die hat heute ein valides Short-Signal geliefert. Das sehen wir hier. Ja, wir haben also mit dieser letzten Tageskerze hier einen Ausbruch. Ich hole das gerade mal rein. Ich nehme hier mal vom letzten Mal den gleitenden Durchschnitt raus und packe jetzt hier mal. Deswegen habe ich das auch so eingestellt, dass wir in dem Add-on die ganzen Indikatoren, die in den Signalen enthalten sind, die sind hier hinterlegt, dass ihr, wenn ihr diese Signale hier drauf seht, dass ihr euch dann immer auch noch mal grafisch anzeigen lassen könnt. Ja, dann schaut ihr einmal kurz ins Handbuch und schaut, ah, okay, Expansion Breakout, was sehen wir da? Und dann könnt ihr euch hier mal kurz diesen 40er Donkian mit reinlegen und dann seht ihr auch, wo die Signale herkommen hier und wie die entstanden sind. Da hatten wir hier jetzt zwei Signale in der jüngeren Vergangenheit. Einmal ein Long Setup, das ist nicht ausgeführt worden, und einmal hier ein Short Setup, das ist auch nicht ausgeführt worden. Das heißt, die haben auch sofort wieder die Anschlusskäufe und die Anschlussverkäufe gefehlt. Da hat sich nicht viel getan. Ist, wie gesagt, ein Phänomen der letzten Wochen. Da passiert das bei den Expansions häufiger. Aber hier haben wir zum Beispiel sowas, ja, dass sich hier nach dem Hoch wie so eine Flag entwickelt hat, und den Ausbruch aus der Flag hier, den konnte man sehr gut handeln. Ja. Hier bei dem Short hat sich nichts entwickelt, da haben wir keine Flag bekommen. Dementsprechend hat man die Short-Bewegung hier nicht erwischen können. So, wir können jetzt also morgen bei der Brenntag schauen, ob die hier unter die 39,50 geht. Wenn ja, dann ist das ein Trade, den man in der kurzfristigen Zeitebene umsetzen kann. Ihr kennt das Vorgehen ja jetzt schon. Ich kontrolliere das immer noch mal in diesen beiden Zeitebenen hier Tag und Woche mit meinem Trendindikator. Das heißt, auf dem Tageschart sehen wir hier ganz klar Abwärtstrend. Ja, und zwar seit dem letzten Expansion Breakout hier, seit dem 24. Mai, da haben wir hier gedreht von der Long-Richtung in die Short-Richtung. Und im Wochenchart, da sind wir gerade am Entscheidungslevel. Ja, da drehen wir gerade auch hier vom kleinen Long-Trend im Wochenchart auf einen kleinen Short-Trend. Und von daher sind das Setups, die man hier durchaus handeln kann. Das nächste Support-Level hier bei der Brenntag im Wochenchart, das fängt hier unten an. Ja, da ist also noch Platz so bis 38 Euro. Das wären also vom Einstieg hier nochmal so 1,50, die locker Platz sind bis zum Beginn dieser Kaufzone hier. Jetzt müssen wir schauen, ob das Ganze in einem sinnvollen Verhältnis steht. Ihr habt hier auch diesen Ruler drin. Mit dem Ruler könnt ihr ganz einfach gucken, 2% auf die Aktie. Was haben wir da? Da haben wir also, wenn wir den Einstieg hier nehmen bei 39,50, müssten wir hier laut System den Stop bei 40,35 haben. Ja, sind also so 85 Cent Stop. Ja, für 1,50, die man so verdienen kann pro Aktie im Bestfall. Das kommt also alles noch gut hin. Ja, sowas könnte man also mal handeln. Ansonsten schauen wir uns mal die Sachen an, die im S&P hier entstanden sind. Da hatten wir hier also bei Mettler Toledo ein Long Breakout. Der ist überhaupt nicht ausgeführt worden. Da haben wir kein neues Hoch gesehen. Dann haben wir hier bei Patterson ein Long Breakout hier drin. Der ist auch ausgeführt worden. Und dafür müssen wir jetzt Folgendes machen. Dafür müssen wir jetzt in den 15-Minuten-Chart gehen. Da muss man sich jetzt im 15-Minuten-Chart, den kann man hier sehr einfach verbinden. So, ja, und dann können wir jetzt hier im 15-Minuten-Chart anschauen, wie man das Ganze hier managen könnte.
Und da sieht das jetzt folgendermaßen aus. Ich hole mir hier mal kurz noch zwei Dinge rein. Einmal von den Zeichnungen ein Entry-Level und ein Stop-Level. Okay. So, da hätten wir also, was haben wir hier? 24, 36. Das heißt, wenn wir den Stop, wenn wir den Einstieg 0,1% über die 24, 36 legen, dann sind das also hier gerade mal 2 Cent. Dann liegen wir also hier bei 38. Ja, das wäre also hier der Einstieg. Und den Stop 2% und das Einstiegslevel würde also hier der ursprüngliche Stop liegen. So, ja, das wäre quasi das Setup. Ne? Und jetzt müsste man schauen, wir haben hier noch kein neues Hoch gemacht. Allerdings haben wir jetzt hier eine erste Sequenz. Ja, vom Tief hier runter neues Hoch. Das ist so eine erste Sequenz. Ich würde hier definitiv mein Risiko schon reduzieren wollen. Muss man auch schauen. Ich habe hier 15 Minuten verzögerte Kurse nur drin. Ja, ich wäre mit meinem Stop jetzt hier schon am Tagestief und hätte auf jeden Fall einen Teil des Risikos schon raus. Vielleicht finden wir noch irgendwo einen Trade aus den letzten Tagen, den wir uns auch noch mal genauer anschauen können. Was haben wir hier noch? Eine App wie? Ja, die haben natürlich gestern hier kräftig mit einem riesigen Gap nach unten aufgemacht. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn man diese Expansion Breakouts hier mit so einem großen Gap hat, dann ist das sehr, sehr schwierig, die zu traden, weil ich würde mir hier schätzen, wir haben hier so eine 15% Bewegung, 16%. Was haben wir hier vom Ruler, hier vom Close? Ah, sogar ein bisschen mehr. Ja, das sind hier 17%. Das ist richtig fett. Und jetzt muss man eben schauen, wenn man diesen Breakout hier nimmt und versucht dann mit einem 2% Stop zu arbeiten, dann kommt man hier fast immer am Stop-Level raus. Und das ist natürlich äußerst ungünstig. Deswegen bei so einer großen Bewegung hier mit 15, 16, 17% hier in die Abwärtsrichtung wäre dieses Setup für mich auf jeden Fall gestorben. Hier sieht es ähnlich aus. Ja, auch hier haben wir ein sehr großes Gap. Ja, das sind 15% hier. Also auch das wäre mir schon zu viel. Aber ihr seht doch, die machen dann häufig gar nicht die Breakouts. Das hier sieht schon interessanter aus. Ja, das ist hier ohne großes Gap. Da sind wir gestern wie am Schnürchen hier nach unten gelaufen. Das können wir uns gerade nochmal am Wochenchart anschauen. Oh ja, das sieht alles andere als gut aus. EQT. Sind hier unter die letzten Tiefs schon weggebrochen. Also das sieht alles andere als gut aus. Wir sind hier ganz klar im Abwärtstrend auf dem Wochenchart, sind ganz klar im Abwärtstrend auf dem Tageschart, haben einen Expansion Breakout. Wir sind jetzt hier noch nicht runtergegangen. Das heißt, hier entwickelt sich gerade eine gute Chance, dass wir hier vielleicht so eine Bull Flag sehen. Und diese Bull Flag, die ist dann interessant, wenn sie denn dann nach unten verlassen wird. Und für solche Fälle habe ich hier zwei Kurslisten. Ja, die habe ich mir hier reingelegt. Das könnt ihr bei euch auch relativ einfach machen, indem ihr eine Kursliste anlegt, deren Namen gebt. Die könnt ihr auch leer lassen. Das macht man hier über Tools, Einstellungen und hier über den Instrument Escort. Ja, da klickt ihr nur einmal drauf, geht auf Instrumentenlisten und dann gebt ihr einfach hier einen Namen ein. Geht auf Speichern, dann habt ihr diese Instrumentenliste hinterlegt. Bei mir heißt die einmal Expansion Breakout Long und einmal Expansion Breakout Short. Und das benutze ich für solche Situationen, wo ich sehe, ich habe ein schönes, valides Setup und hier baut sich jetzt vielleicht
eine Bear Flag auf. Genauso könnte das natürlich hier auch bei AbbVie sein, ja, dass sich auch hier jetzt eine Bear Flag aufbaut und wenn wir nach einer Bear Flag hier einen Ausbruch nach unten sehen, dann haben wir ja wieder eine ganz klassische Flag, eine ganz klassische Flagge, die wir handeln können und dann haben wir auch einen anderen Stop im Markt, ja, als diese 2%. Das sind dann aber eher Swing Trades, in die wir da rein wollen, die wir vielleicht dann auch mehrere Tage halten wollen. Und hier würde ich jetzt einfach auf diese Expansion Breakout Shortliste gehen, klick hier einmal drauf und jetzt ist diese Aktie automatisch in der Liste mit drin. Ja, so, was haben wir hier noch? Eine Lenner. Ja, die sieht auch gar nicht so schlecht aus. Wir haben kein Gap, haben aber eine riesige Bewegung hier. Müssen wir uns mal anschauen, prozentual, wie viel das ist. Boah, das sind auch 10%. Da liegen wir natürlich auch echt eng dann mit dem Stop. Ne? Aber sowas kann man noch machen, dass man hier den Break handelt, den Stop 2% drüber legt. Jetzt dadurch, dass ich hier mit dem Rechtsklick in dieser Liste den Chart geöffnet habe, habe ich diesen Chart automatisch mit der Liste verknüpft. Das heißt, hier in meinem 15-Minuten-Chart, wo wir uns eben noch eine andere Aktie angeschaut haben, ist jetzt hier auch die Lennar Corporation drin. Deswegen können wir hier drauf gehen. Und dann sehen wir auch hier, wie die bisherige Entwicklung hier innerhalb des Tages gelaufen ist. Und hier gehen wir auch noch mal auf den Entry-Wert. Was haben wir hier? 47, 75. Das heißt, so bei 70 ungefähr würden wir hier den Einstieg nehmen. Ja, 47, 70. Man kann es natürlich auch so machen, dass man sagt, hey, bei Werten bis 100 Dollar nehme ich einfach 10 Cent, ja, 10 Cent unter diesem Tief, das wäre dann 66, da wäre man noch ein bisschen tiefer eingestiegen. Aber da kann man immer ein bisschen gucken, wie aggressiv oder wie defensiv möchte man das Ganze handeln. Der Stop, 2%, ja, liegt dann hier in dem Bereich. Na, komm schon. So, jetzt aber. Ja, hier oben liegt dann der Stop bei 48,66. Und dann fängt man auch hier eben an, den Stop hinterher zu trailen. Wir haben hier schon eine sehr dynamische Abwärtsbewegung gesehen, direkt gleich in der ersten halben Stunde, die hier gelaufen ist. Das sind schon 2% Kursbewegung, die wir hier gesehen haben, innerhalb von 15 Minuten. Das heißt, ich würde auch hier jetzt schon meinen Stop hinterherziehen und zwar auf dieses Tageshoch. Ja. Und dann hat man auch einen Teil des initialen Risikos hier schon raus. Das wäre also auch so eine Variante, das Ganze hier zu handeln. Okay. Was haben wir hier noch? Ja, das ist so eine typische Geschichte. Ja, da haben wir hier einen Long-Einstieg, der dann am Ende tiefer schließt. Ja, das sind dann Trades, auf die man normalerweise einen kleinen Verlust macht. Dollar General, ja, auch hier mit diesem Up-Gap eröffnet, ganz, ganz ungünstig. Ja, und das Signal vorher hier nicht ausgeführt worden. Ja, das ist also ganz, ganz schwierig in der letzten Zeit. Und hier haben wir wieder so einen Kandidaten. Ja, da hat sich hier eine Bull Flag entwickelt nach dem Expansion Breakout. Und diese Bull Flag, die kann man dann hier gut traden. Wie sieht das hier bei den Longs aus? Ja, hier könnte sich was bilden, je nachdem, wie weit das hier heute runtergeht. Und auch wie das an den nächsten Tagen weiterläuft, könnte sich hier eine Flag bilden, müsste man sich anschauen. Das heißt, das Ding kommt hier auf die Longliste. Dann haben wir hier Patterson, der ist schon ausgeführt. AbbVie kommt noch auf die Shortliste. Brighthouse Financial kommt auch auf die Shortliste. EQT haben wir schon reingepackt. Und Lennar wäre hier ja auch schon ausgeführt. Das heißt, die müssen nicht mehr auf die Listen. So, und wenn ich jetzt über die nächsten Tage das beobachten will, wie sich das mit den Expansion Breakouts, die nicht ausgeführt worden sind, verhält, dann gehe ich hier einfach rein, mache einen neuen Chart-Container auf, neue List-Chart-Gruppe. Und jetzt kann ich mir hier meine
meine Liste raussuchen. Ja, das ist einmal Expansion Breakout Long und neu Chart Container List Chart die Expansion Breakout Short. Ja, und jetzt haben wir hier drei Werte drin für die Short Setups und hier haben wir einen Wert für ein mögliches Long Setup. Wenn ihr da jetzt mal schaut, die haben wir ja alle aus der Trade-Liste hier vom S&P. Ja, dann seht ihr hier sofort die Signale, die in die Long-Richtung laufen, kommen bei Aktien, ja, die in einem intakten Aufwärtstrend sind. Die Signale, die in die Short-Richtung laufen, ja, einfach hier auch mal drauf schauen, sollten nur bei Werten auftauchen, die auch im Abwärtstrend sind. Ah ja, hier, der ist ganz neu, aber das ist halt auch das Problem, wenn wir so riesige Gaps sehen, dann dreht auch sofort hier der kurzfristige Trend. Ja, der hat sich versucht, hier ein bisschen in die Long-Richtung zu etablieren, aber hier sehen wir es ja auch auf dem Wochenchart. Ja, ist ein schöner Breakout hier nochmal aus so einem Dreieck und die sind eben immer besonders dynamisch. Ja. Ja, und hier haben wir eben auch eine Aktie, die in einem intakten Abwärtstrend sich befindet, sowohl auf dem Tageschart als eben auch auf dem Wochenchart. So, das heißt, wir finden über diesen Expansion Breakout auf jeden Fall trendige Aktien. Ja, für die Short-Richtung sind das überwiegend Aktien in einem Abwärtstrend, für die Long-Richtung sind das überwiegend Aktien in einem Aufwärtstrend. Und da seht ihr schon, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Trends zu definieren und auch Trends zu finden. Bei den letzten Signalen, die wir uns angeschaut hatten, die ja auch ausnahmslos alle von Jeff Cooper aus dem Buch Hit and Run Strategien sind. Dann habt ihr ja gesehen, da haben wir immer noch irgendwelche Trendfilter drin, wie ein ADX oder eben einen gleitenden Durchschnitt oder so. Sowas brauchen wir hier gar nicht. Hier arbeiten wir einfach nur mit den 40-Tage-Tiefs und 40-Tage-Hochs. Und da ergibt sich das dann schon automatisch, dass wir hier Trendwerte gefiltert haben. Ja, und ihr seht halt auch, es ist ganz typisch zu Zeiten, wo die Märkte eher seitwärts laufen und eher so ein bisschen richtungslos sind, dass wir hier gar keine richtigen Signale bekommen. Ja, dass hier nicht viel passiert. Und das ist natürlich auch etwas, was wir haben wollen. Wir wollen ja prinzipiell auch nur dann traden, wenn sich gute Gelegenheiten ergeben. Und wenn sich keine Gelegenheiten ergeben, dann wollen wir nach Möglichkeit auch nicht handeln. Ja. Diese Darstellung kann man sich hier sehr schnell verändern. Ja, für die meisten sind wahrscheinlich die Kerzencharts hier ein bisschen intuitiver. Und ihr müsst euch auch nachher diese Indikatoren hier nicht zwingenderweise einblenden. Und wenn ihr jetzt einfach mal schauen wollt, wie sich solche Signale in der Vergangenheit verhalten haben, dann sucht ihr euch hier einfach irgendwelche Werte raus, die ihr euch anschauen wollt. Ach so, wir sind jetzt hier im Stundenchart. Da müssen wir einmal kurz den Tageschart. Ich dachte gerade, warum kommen denn hier keine Signale? Ja, dann geht ihr hier einmal drauf, schaut euch das Ganze an und guckt einfach mal an welchen Stellen diese Signale entstanden sind. Ja, und jetzt haben wir hier eben die Apple-Aktie. Da sind die Expansion Breakouts Long. Ja, die sind hier alle in diesem schönen intakten Aufwärtstrend entstanden. Und sobald wir die ersten Setups hier in der Short-Richtung gesehen haben, hat sich dann auch die Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Für die nächste Long-Bewegung war es ein bisschen schwierig hier. Da hat sich über die Expansion Breakouts nicht viel getan. Das hier kam ein bisschen zu spät. Hier konnte man noch ein bisschen was mitnehmen und das letzte Signal ist dann nicht mehr ausgeführt worden. Genauso eben das hier auf der Short-Seite. Ja, da ist es ein bisschen zu spät gewesen. Das liegt hier an der hohen Volatilität, die wir hier drin haben. Da müssen eben die müssen die Kurse relativ weit laufen, um hier die neuen 40-Tage-Tiefs zu machen, ja, oder die neuen 2-Monats-Tiefs zu machen, wenn vorher die Bewegung so sehr dynamisch war. Ich kann euch das aber nur ans Herz legen.
Überprüft das immer nochmal hier mit diesem Trendindikator, dass ihr auch Long-Signale nur dann nehmt, wenn der Trendindikator in beiden Zeitebenen hier, also im Tageschart und im Wochenchart in die Long-Richtung zeigt oder eben hier für die Short-Signale, dass der Trend im Tageschart und im Wochenchart hier in die Short-Richtung zeigt. Ja, dann seid ihr da schon mal ganz gut dabei, sinnvolle Dinge rauszufiltern. Ja. Okay, und vorhin hatte ich ja gesagt, nehmt euch ruhig die Zeit und überprüft diese ganzen Geschichten mal, zumindest mal optisch am Chart. Ihr könnt es auch sehr genau machen, indem ihr das über irgendwelche Excel-Files macht, wo ihr euch genau aufschreibt, an welchem Tag sind Signale entstanden, wie hättet ihr die getradet und so weiter, um da einfach mal ein Gefühl für zu kriegen. Und genau für den Fall habe ich das hier in der rechten Seite auch so vorbereitet, dass ihr euch immer sehr schnell hier die einzelnen Signale anzeigen lassen könnt. Das, was wir uns bei den letzten Terminen hier schon angeschaut hatten, ja, das sind diese 180s. Ja, und da seht ihr die 180s, die kommen hier relativ zügig schon, sobald der Trend da gedreht hat, gibt es hier auch häufiger mal 180s, eben hier in die Short-Richtung. Hier haben wir einen Short und einen Long direkt quasi hintereinander. Das liegt daran, dass hier auch der Trend gerade dreht. Aber ansonsten haben wir es hier bei der Apple, ich ziehe das mal ein bisschen runter, das brauchen wir nicht so groß. Ja, haben wir es hier schon so, dass die Short-Signale auch wieder überwiegend im Abwärtstrend entstanden sind, die Long-Signale überwiegend im Aufwärtstrend entstanden sind. Und so kann man sich das einfach mal ganz schön anschauen. Das ist also der 180, den wir in der ersten Session uns angeguckt haben. Dann haben wir hier die 1, 2, 3, 4 Setups, hatte ich ja auch schon gezeigt, dass die hervorragend dazu geeignet sind, auch mal diese Flags zu erkennen. Das hat hier bei der Apple auch ganz hervorragend funktioniert. Ja, da haben wir über das 1, 2, 3, 4 hier diese Bull Flag auch identifiziert. Wollen wir mal schauen, wie es auf der Short-Seite aussieht. Ja, hier haben wir sowas auf der Short-Seite. Sogar hier mehrere hintereinander. Na, und da sind das eben auch immer diese Bear Flags, ja, mit denen wir dann hier arbeiten können. Und hier die letzte. Ah, hier hatten wir auch noch eine. Da ist es aber gar nicht zu einem Ausbruch gekommen. Okay, dann würde ich euch bei dem heißen Wetter heute auch gar nicht weiter hier aufhalten wollen. Wir sind im Prinzip mit dem, was wir machen wollten, durch. Die Breakouts haben wir uns angeschaut. Habe euch dann nochmal eine kleine Einführung gegeben in das, was hier in dem Add-on enthalten ist. Und das ist eben sehr, sehr praktisch. Ihr könnt hier ganz schnell euch die Signale dazuschalten und wieder wegschalten. Und kriegt so eine gute Idee, was da läuft. Ja, und dass es eigentlich immer was zu handeln gibt, das seht ihr, wenn ihr jetzt hier einfach mal nicht nur die Breakout-Signale anzeigen lasst, sondern alles, was in dem Add-on drin ist, dann sind wir hier im Nasdaq. Ja, doch mit ein paar Signalen wieder dabei. Dann hatten wir hier eine American Airlines mit einem 180, eine C-Trip mit einem 180, der aber nicht ausgeführt worden ist. Das sind Inside Days, die sind nochmal ein bisschen anders zu behandeln. Hier haben wir einen Expansion Pivot Long, der ist heute auch nicht ausgeführt. Hier haben wir einen MA14 Long, da ist eine Long-Position aufgebaut worden, aber die wäre jetzt Intraday auch schon irgendwo wieder ausgestoppt, allerdings im Gewinn. Da die Aktie schon relativ weit gelaufen ist, hier fast $5 in die Aufwärtsrichtung. Dann haben wir hier Paychex, Expansion Pivot Short von gestern an dieser Stelle hier. Da können wir mal, ja, hier den 50er reinholen. Das ist der 50er. Der ist hier nach unten durchbrochen worden. Große Kerze und Attacke. Ja, wenn man sich den jetzt hier noch einblendet. Expansion Pivot. Ja, da ist er. Ja, hier ist der Expansion Pivot Short, hier den Break gehandelt und ordentlich Gas. So, wenn wir da mal jetzt in den 15 Minuten reingehen, einmal kurz noch 15 Minuten. Okay, also nur damit ihr die Vorgehensweise nochmal seht. Dann
muss ich jetzt hier auch noch mal kurz in den Entry. Die Stop Order würde hier liegen, so knapp drunter hier bei der 84, 64 ungefähr würde die Stop Order liegen. Das heißt, wir sind hier ausgeführt worden. Ein Stop von 2% in der Aktie, der würde hier an der Stelle liegen. Also Stop Level hier oben. Oh, das wollte ich nicht. Machen wir es anders. Stop-Linie hier. Ja, dann haben wir hier eine richtungslose Kerze für den Anfang, sehen dann hier eine kleine Korrektur, kleinen Abverkauf, sehen nochmal den Retest hier an das Hoch. Wir sind nicht über das Hoch gegangen, sind nochmal kurz an das Hoch rangegangen, werden dann hier deutlich abverkauft. Das heißt, der Stop müsste jetzt auf jeden Fall schon hier liegen. Und wenn wir jetzt mal schauen, was die Aktie hier schon sich bewegt hat heute innerhalb des Tages, 3,2%, da muss man sich was absichern. Da kann man dann auch noch mal in die kleinere Zeitebene gehen. 5 Minuten, ja, da ist auch nicht viel zu machen. Holen wir uns noch einen Indikator rein. Zum Beispiel einen Supertrend können wir uns hier reinholen. Ja, und jetzt könnte man hier am Supertrend-Indikator den Stop hinterherziehen, von da an, wo das Momentum hier aufgekommen ist. Und jetzt würde der Stop im Moment hier bei 82, 25 liegen. Ja, das wären also 2,3% auf die Aktie auf jeden Fall schon mal safe. Das heißt, wir haben hier schon einen Gewinn abgesichert, der größer ist als unser maximales Risiko, was wir hier eingegangen sind. Ja, und das ist der Grund auch, weshalb ich das Ganze hier auf 2% beschränke, weil ich weiß, wenn ich eine Aktie bekomme, wo ich einen guten Einstieg erwische, die hier ordentlich Druck macht, dann wird die sich deutlich weiter bewegen über den Tag als 2%. Ja, und deswegen weiß ich, dass ich bei guten Trades mehr verdiene, als ich maximal riskiere für meine Einstiege. Und hier haben wir noch ein 1, 2, 3, 4 Long. Da ist die Ausführung, wäre hier erfolgt über dem Hoch. Müssen wir auch hier mal schauen, wie sich das Ganze hier so bewegt hätte. Einstieg. Den Supertrend können wir mal wieder rausnehmen. So, Einstieg hier knapp über dem Hoch bei 106,70, 106,65 ungefähr wäre der gewesen hier, also der Einstieg. 2% Stop. Ja, und jetzt haben, das ist sehr schön. Jetzt haben wir hier eine Situation, da ist der 2% Stop größer als der Bereich hier bis zum Tief der Tageskerze und dann begrenze ich mein Risiko hier am Tief der Tageskerze. Ja. Wenn ich also hier den Einstieg nehmen würde bei 65, ja, dann hätte ich hier ein Risiko von 1,7% auf die Aktie. So, dann gehen wir hier mal wieder auf den 15 Minuten, weil das der Hauptchart ist, den ich hier nutze. Und dann haben wir im 15 Minuten hier ab Einstieg eine kleine Aufwärtsbewegung, Korrektur. Naja, wahrscheinlich würde ich meinen Stop hier hinsetzen schon ans Tagestief. Ja, und damit wäre das Risiko jetzt schon reduziert, von 1,7% auf die Aktie gerechnet auf 1,3, also auch hier dann 30% des Risikos schon raus. Okay, dabei belassen wir es mal für heute. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr am nächsten Mittwoch wieder dabei seid. Da werden wir uns mal anschauen, Gilligan's Island. Ja, das ist eine schöne antizyklische Strategie, eine Gap-Strategie quasi. Die werden wir uns dann in der nächsten Woche mal anschauen. Also nächsten Mittwoch Thema hier, Gilligan's Island, auch wieder von Jeff Cooper. Gut. Damit entlasse ich euch in den Abend. Schwitzt nicht so viel. Ja, nehmt euch einen kalten Vino, das hilft immer ganz gut.
Und dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.